Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute ein Prop-Deleter-Script für euch. Und ja, wir können mit dem Script komplett alles entfernen, was wir wollen an Props. Ja, zum Beispiel diesen Müllsack hinter mir. Ja, nun haben wir den halt noch aktiv, also noch nicht in die Liste eingetragen. Und nun werde ich das Ganze mal kurz machen, beziehungsweise wieder aktivieren. So. Und nun ist er auch weg. Ja. Ihr müsst halt jeden Prop einzeln in die Liste eintragen. So, das heißt, für diese Müllsäcke haben wir natürlich einen anderen Namen. Und wenn wir dies auch halt dann einmal auswählen, ich mache das Ganze mit Codeworker einfach, halt einfach mal kurz rein und dann könnt ihr das Ganze machen. Ich packe euch aber auch noch eine Liste in die Videobeschreibung. Da stehen dann auch alle Props drin. Müsst ihr natürlich nur aussuchen dann. Zum Beispiel diesen weißen Müllsack. Ja, und hier haben wir dann auch gleich den Prop Name und den kopieren wir uns einfach raus, können das Ganze wieder minimieren und einmal schlagen und dann gehen wir hier in die Config und tragen das Ganze dann auch wiederum hier ein, einfach hier mal so, ja, rauskopieren. Und können das Ganze dann einfach hier wiederum eintragen. Ja. Hier halt immer das Komma nicht vergessen und am letzten kein Komma setzen. Das ist natürlich wichtig. So. Ja, und hier könnt ihr natürlich noch das Framework auswählen, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Gut, wenn wir das gemacht haben, speichern wir das Ganze und restarten natürlich wieder das Script. Und dann flupp, ist er auch weg. Und ja, so können wir das Ganze ein wenig sauber halten. Auch hier diesen Müll können wir natürlich auch halt eintragen und so weiter und so fort. Und wenn wir die F8-Konsole einfach mal aufmachen, können wir auch hier nochmal nachlesen. So, die werden halt alle halt in der Umgebung immer rausgelöscht. Ja, wenn wir jetzt hier ein bisschen rumlaufen oder kurz mal irgendwo anders hinfliegen. Wird das Ganze dann automatisiert rausgelöscht. Ja, so viel zum Script. Ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation und wie das Ganze so funktioniert. So, wenn wir uns das Ganze dann einfach mal heruntergeladen haben, Link natürlich unten in der Videobeschreibung und dort einfach runterladen. So, dann haben wir diese ZIP hier und diese müssen wir natürlich einmal auspacken und dann haben wir diesen Ordner und hier kopieren wir uns schon mal den Namen raus, ihn dann anschließend in den Resource Ordner. Ja, einfach hier so rein, ziehen dann diesen Ordner einfach in den Resource Ordner, gehen dann wieder zurück und gehen in die Server CFG oder in die Extra CFG und müssen das Ganze hier noch starten, speichern und schließen, Server neu starten und soweit habt ihr das Ganze dann auch schon erfolgreich installiert. Gut, kommen wir zu Config. So, die habe ich ja eben schon eigentlich so gezeigt. Hier können wir das Framework einfach mal einstellen, so, das heißt für ESX und für QB Core. Und hier kommen die ganzen Props rein, die ihr rausgelöscht haben möchtet. Ja, tragt ihr halt hier ein und hier natürlich das Komma auch nicht vergessen. Und wichtig, so beim letzten wird kein Komma gesetzt. Ja, speichern und hochladen. Ja. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.